Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Wildshade. Und es gibt ein paar neue krasse Infos für euch. Und als erstes nochmal so ein: Diesmal kuscheln die Kerle mit den Pferdenbildern. Denn da hatten wir beim letzten Mal schon so ein paar Bilder, wo ihr die ja so sehen konntet, wo man so ein bisschen auch das Pferdeverpflegen sehen konnte. Oder das Kuscheln besser gesagt. Aber gehen wir zu den Neuerungen ein. Ihr habt hier noch ein paar der neuen Sachen, die auch an der Strecke stehen, an denen gerade gearbeitet wird. Und hier habt ihr das Ganze mal so auf der Strecke. Übrigens, wichtige Info dazu, es wird auf jeden Fall auch noch andere Strecken geben, auch wenn ihr gerade hauptsächlich so diese Dorfstrecke seht, die ich euch ja bei dem letzten Mal schon so gezeigt hatte. Oder falls ihr das Ganze noch nicht gesehen habt, zeige ich euch das Ganze natürlich auch noch einmal ganz kurz hier in der Bewegung, denn so sieht natürlich auch nochmal die Strecke so ein bisschen aus. Hier habt ihr das Ganze noch, diese ganzen Häuser noch ohne großartig viel dran und jetzt eben noch so diese ganzen Accessoires, an denen jetzt schon da mehr gearbeitet wird. Aber das ist noch längst nicht alles, denn es gibt nämlich etwas Neues, was ich euch auch zeigen kann, und das wurde nämlich heute noch direkt gepostet, und das sind einige der Pferdevarianten. Es wurde gesagt, Millionen unterschiedlicher Pferdevariationen werden rauskommen. Natürlich nicht direkt Rassen, sondern Varianten. Also ich zeige euch das Ganze einfach mal. Das hier ist sozusagen der Teaser. Hier seht ihr die Pferde, die es gibt. Unter anderem natürlich auch jede Menge magische Varianten, wie ihr hier seht. Wir machen das Ganze mal ein bisschen in langsamer. Gucken wir mal, was wir so haben. Hier zum Beispiel gerade was Magisches mit so ein bisschen Blitzen drauf. Hier haben wir dann wieder ein paar normalere Färbungen. Und ihr seht auch hier, das ist die unterschiedlichen Mähnenstile, die es nämlich gibt. Einmal so den hier, dann eben den hier und den dritten, den wir gerade nicht treffen, weil wir immer die anderen treffen. Und den hier, also diese kürzere Mähne eher, dann diese Stehmähne und eben die etwas längere Mähne dann. Diese drei Mähnenstile werden jetzt gerade zumindest hier aktuell gezeigt. Und dann seht ihr auch diese unterschiedlichen Fellfarben. Hier zum Beispiel die eine Variante, dann eben die. Ihr seht jetzt auch, wie wahnsinnig variabel das Ganze ist. Dieses Pferd hier hat zum Beispiel die ultra kranken Zeichnungen. Das wäre zum Beispiel auch das hier, finde ich auch mega cool von der Art her. Und hier auch eben nochmal, das mit diesen Blitzen hinten, das taugt mir eigentlich sogar sehr mit diesen Blitzen. Aber es gibt hier, oh mein Gott, die finde ich voll cute von der Art her. Gefällt mir persönlich richtig, richtig, richtig gut von der Art her. Vor allem so ein paar von denen, oh, der mit den roten Augen, Alter. Es sind ein paar, die richtig geil ausschauen. Hier haben wir gerade, oh mein Gott, die finde ich süß. Ich guck mal gerade. Da ist so ein roter dabei, den finde ich geil. Den hätte ich ganz gerne mal getroffen. Moment. Ah, ich treffe ihn nicht. Und? Wir sehen ihn nämlich mal hier. Da, wow. Das finde ich geil, diese Fellfarbe von der Art her. Aber ich dachte mir, machen wir doch einfach mal ein lustiges Minispiel aus dem Ganzen draus. Ich habe mir das Ganze nämlich mal auf Loop gestellt, also dass es jetzt sich immer wieder wiederholt. Und werde einfach mal die Augen zumachen und dann einfach mal auf Pause drücken. Und für euch das Ganze eben auch mal so ein bisschen laufen lassen. Und ihr könnt dann einfach mal auf Pause drücken, vielleicht einen Screenshot davon machen und zeigt mir einfach, welches Pferd bei euch rausgekommen ist. Dann machen wir einfach mal so, welches Pferd bist du eigentlich? Wenn ihr Bock drauf habt, macht da einfach ein Bild von, schickt mir das Ganze auf Instagram oder postet es in eure Story rein. Am besten nochmal ein bisschen Wildshade da rein verlinken, wenn ihr Bock habt. Freuen die sich sicher auch nochmal drunter. Und dann machen wir so ein bisschen, hey, was ist eigentlich bei mir so für ein Pferd rausgekommen? Ich bin gespannt. Ich mache jetzt mal gerade kurz, lass das Ganze mal laufen. So. Und lass es auch nochmal für euch jetzt so ein bisschen laufen, dass ihr dann auch nochmal schön auf Pause drücken könnt. Und mach jetzt mal gleich mal die Augen zu. Wo ist meine Leertaste? So. Und welches Pferd kommt bei mir raus? Moment, ich drücke mal. Leertaste. Oh, okay. Ich bin also das lila-mähnige Blitzpferd. Ja, ich glaube, persönlich hätte ich dann eher eine andere Sache gerne, aber warum nicht? Ich mag diese Blitze auf dem, die hinteren Zeichnungen da. Finde ich eigentlich ganz nice.
Bin auf jeden Fall gespannt, was ihr mir so alles an Bildern schicken werdet, was bei euch so rauskommt. Aber ich finde persönlich, boah, das hier mag ich sehr gerne von den Farben her. Ich finde viele von den Sachen schon richtig cool. Bin aber auch gespannt, was so eure, boah, das finde ich ja nice, was so eure Meinung ist zu so den ersten Pferden, die man jetzt hier so bei Wildshade so sehen kann. Ich bin gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Wie gefällt es euch? Was sagt ihr so zu den ersten Pferden? Was sagt ihr so zu den ersten Sachen, die man so an den Häusern sehen kann, zu den ersten Häusern und allem so? Was sagt ihr dazu? Wie findet ihr es? Eure Meinung wie immer gerne in die Kommentare. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao. Choice to do the best of what we find. If we could.